Wie ihr seht, hier bei uns scheint immer die Sonne. Guck mal. Hafenmeister, festgemacht im Norden. In dieser Folge... Wollt ihr nur eine Runde drehen, oder? Jens und Udo aus Waren erleben wegtreibende Boote. Ihr braucht noch eine Leine, eine Spring. Heinz aus Greziel rätselt über Müll aus der Nordsee. Der blinkt abends immer. Wenn sie abends nach hier kommen, dann blinkt der Apparat da oben. Bei Silke in Rendsburg gibt es kein Wochenende. Gestern war Sonntag, ne? Gestern war Sonntag. Ja, genau, Und Jörg auf Norderney dreht seine letzten Stegrunden, bevor er den Staffelstab an seinen Nachfolger Chris übergibt. Und die ist jetzt die letzte. Die muss nach halb bis Ende der Saison und dann gibt's keine neue. Kein schöner Sommertag auf Norderney. Zwischen Regenschauern und in einer richtig steifen Brise muss Hafenmeister Pauls einem Segler helfen, die Box unbeschadet anzusteuern. Ja, dreh mal einmal eine Runde. Dann komm mal so rein. Du musst eben sehen, dass du hier so ziemlich nicht zu lang kommst, sondern so ziemlich hier drauf zukommst, was? Ja, komm rum. Und Fahr dem Schiff behalten. Jo, jetzt andersrum. Jetzt einmal andersrum einschlagen, da hast du ihn. Bei dem Wetter will kaum jemand auf See bleiben. Ja, wunderbar. Stress bis zum letzten Meter. Die Joyce ist sicher in der Box. Jetzt kann nichts mehr passieren. Wind passt. Auch Jörg Pauls Nachfolger Chris Harms ist beeindruckt. Das ist dann wichtig, ne? Wahnsinn, ja. Wie du hier reinkommst. Schon kurz danach, der Rettungskreuzer Bremen hat einen havarierten Segler aus der Nordsee gefischt und nach Norderney geschleppt. Der kleine Kajütkreuzer mit zwei jungen Männern wurde vom Wind auf eine Sandbank gedrückt. Du kennst das. Wie gesagt, im Moment passiert ja nichts. Ein bisschen gestresst. Ja. Die beiden überführen ihr sehr altes Boot in die Niederlande, wo sie es modernisieren wollen. Der Motor hat vorher schlapp gemacht. Gut, alles klar, danke. Ja, wir sind von Langerhof losgefahren, sind den Brickenweg hergedüst und irgendwann ist dann der Motor ausgefallen, als wir gerade aus dem Brickenweg raus waren. Wir mussten mal recht zügig das Segel setzen, um dann von der Sandbank runterzukommen, auf die wir draufgetrieben sind, dank des starken Windes. Aber wir sind heil angekommen. Das war schon eine ziemlich holprige Fahrt. Also ich war auch gestern 6 Stunden seekrank, das war alles nicht so angenehm. Und da ist man natürlich froh, dass man hier so viele hilfsbereite Menschen hat, die auch helfen, das Boot festzumachen, helfen hier reinzukommen, selbst beim Motorschaden. Schön. Jetzt noch ein Blick auf lose Tampen, damit bloß nichts wegtreibt. Ja, wenn wir dann schon mal da sind, dann machen wir die ganze Runde. Ob da irgendwo was kaputt ist, so ein Rundumschlag sozusagen. Was Pauls und sein Nachfolger noch nicht ahnen, es wird nicht die letzte Havarie an diesem stürmischen Sommertag bleiben. Waren an der Müritz, ein Hafen für Urlauber und Sportboote. Udo Meier auf seiner morgendlichen Inspektionsrunde. Und er steigt dafür um. Vom E-Roller in das Hafenmeister-Schlauchboot. Die Morgenrunde mache ich eigentlich immer, einfach um zu gucken, wie es den Leuten geht, ob irgendwo Krach war, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Und einfach auch mit den Leuten zu reden. Und die freuen sich auch alle, wenn die morgens Besuch kriegen vom Hafenmeister und schnacken. Moin! Und morgens ist es einfach immer nur entspannt. Da brauchst du noch nicht irgendwie dazwischen. Guten Morgen! Am Nordende der Müritz gelegen, strahlt Waren ein Flair aus, das Bootsfahrer magisch anzieht. Es ist ein bisschen mediterran. Wenn wir Sommer haben, dann denkst du echt, das ist so ein bisschen doch das Saint-Tropez des Nordens, wie dieser Spitzname von Waren auch ist. Ne?
Udo Meier hat in Waren seinen Lebensmittelpunkt gefunden. Allerdings nicht wegen des Flairs. Ich war auch einfach mal als Urlauber hier. Bin von Holland hier rumgefahren und bin dann einfach mal auch als Urlauber hergefahren und habe gesagt, was ist das für ein Hafen? Weil hier kann niemand so richtig Boot fahren. Die Morgenrunde bestätigt Udos Eindruck. Eine Yacht ist führerlos. Kriegt ihr das nicht hin? Er ist der Fahrer. Und Überraschung. Der Skipper steht ratlos an Land. Okay, dann komme ich mal hinten bei euch ran. Der Motor läuft noch. Motor läuft noch? Ja, der läuft. Ja. Udo startet eine Rettungsaktion, um die Crew zu beruhigen. Komm mit, ich nehme dich an die Hand. Mach, was ich sag. Wenn du genau das tust, was ich sag, geht das auch noch gut. Es gibt viele, die hören dann zu und sagen, oh ja. Dann muss ich auch öfters sagen, alle halten mal jetzt die Klappe, es redet nur einer. Weil an Land stehen immer die Kapitäne, die können es alle am besten. Und dann, wenn es ganz schief geht und es hat schon gekracht oder sie stecken irgendwo in der Ecke, dann steige ich auch auf und fahre das Ding selber rein. Obwohl das eigentlich nicht unsere Aufgabe ist. Aber wir sind eben auch für den Hafen verantwortlich und für die anderen Menschen. Und auch, ich möchte auch, dass der Hafen heil bleibt. Weil wir müssen den ganzen Laden ja auch wieder reparieren, wenn er abgerissen der Steg da liegt. Ne? Der Hafenmeister übernimmt das Ruder. Locker steuert er die große Charterjacht rückwärts in die Box zum Skipper. Jetzt gut festmachen. Ihr sagt, wann Schluss ist, ich sehe nichts. Gut. Gut. So. Das könnt ihr ziehen. Ihr müsst ihn belegen, den haltet ihr mit der Hand niemals fest. Ne? Weil den kannst du mit der Hand nicht ziehen, der wiegt, weiß ich, 15 Tonnen. Ne? Zieh erst mal ran. Die Vorleine am Schiff lassen, du kannst das Schiff nicht losbinden. Immer, die Leine muss immer am Schiff bleiben. Ihr braucht noch eine Leine, eine Spring, von hier dahin. Okay, wie lange wollt ihr denn bleiben? Wir wollen eigentlich nur 2-3 Stunden bleiben. Ja, das war aber für 2-3 Stunden das volle Risiko. Du. Und so hast du jeden Tag irgendeine neue Story und es ist immer wieder witzig und kurzlebig. Greetsiel an der ostfriesischen Küste. Krabbenfischer und ihre Kutter bestimmen das Bild im Hafen. Die Nordseekrabbe, das Symbol des Ortes. Heinz Wolf ist eigentlich schon aus dem Berufsleben raus. Ich höre schon 5 Jahre auf. Ungefähr. Das sieht nur so aus. Ha? Du lebst ja als ein alter Mann. Moin, Hinnig. Moin. Er ist als ehrenamtlicher Hafenmeister aktiv. Ihm liegen der Hafen und seine Fischer besonders am Herzen. Wir wollen eben mir weiten, was du nur anmachen darfst hier. Zwangspause vom Fischen für einen Kutter und seine Crew. Arbeiten gegen den Rost. Ist also ruhig hier. Ja. Wir haben ja keinen Rosenmeier an dem Tisch. Dann verstehst du nichts. Nee. Kutter kommt vom Krabbenfang in der Nordsee zurück. Die Fischer sind oft 1-2 Tage und Nächte am Stück draußen. Und Heinz Wolf schaut bei Ankunft nach, wie der Fang gelaufen ist. Jetzt im Sommer, wenn die Nordsee warm ist, ist die beste Fangzeit. Dann sollten die Erträge der Krabben, die auch Granat genannt werden, am höchsten sein. Die Fischer sind jetzt so oft draußen, wie es geht. So, das war der letzte. Die anderen, die sind etwas eher gekommen heute Morgen. Ja, jetzt hier laden das Krabben an. Je nachdem, wie der Fang ist. Dann geht er noch mal morgen Abend noch mal raus und kommt am Freitagmorgen kommt er dann wieder. Heinz Wolf prüft den Fang. Menge und Zustand der Krabben zeigen ihm ganz schnell, wie es um seine Fischer steht. Sind zwar nicht allzu dick, immer noch nicht. Die sind ja normalerweise sind die wesentlich dicker. Woran liegt das? Jahreszeit. Es sind immer ein paar, aber
zurzeit ist es, wenn die gesiebt werden, dann ist die Hälfte ist dann Klasse B, wenn man so sagt, oder 2. Und dann die Kleinen, die gehen dann alle in die Trocknerei und die werden hier getrocknet und dann machen sie Fischmehl von. Das mitmachen. Wir haben ja normalerweise, haben wir ja, wenn sie alle hier sind, 24 Fischkutter. Sind die Fischkutter da, geben sie ein schönes Bild ab. Das lockt jedes Jahr tausende Touristen an. Aber ohne Fang keine Kutter. Und dann auch keine Touristen. Die kommen nur wegen der Fischkutter. Sonst nicht. Viele sagen, ach, ist das schön hier im Dorf. Sie haben eine Straße rauf und eine Straße runter. Wo das alte Gretzel noch ist. Ich habe immer gesagt, unserem Bürgermeister auch, ich sag, weißt du was, wenn der Hafen mal nicht mehr da ist, dann ist Gretzel tot. In Rendsburg macht die Hafenmeisterin ihr Boot klar. Ach, nee, ich habe den schon leer gepumpt. Nicht um den Hafen zu inspizieren, sondern den NOK, den Nordostseekanal, an dessen Strecke Rendsburg liegt. Das NOK Helpboot ist ein Minischlepper für im Kanal gestrandete Schiffe. So. Der Hafen des Rendsburger Regattavereins ist gemütlich gelegen. Der angrenzende Nordostseekanal ist allerdings eine Wasserstraße, die es in sich hat. Ja, der Nordostseekanal ist nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für die Sportschiffe befahrbar. Die Sportschiffe dürfen nachts nicht den Kanal passieren, da die Dickschiffe die kleinen Boote halt nicht sehen können. Und somit müssen sie abends oder nachts dann eben in den Hafen einlaufen. Und unser Hafen, der liegt auf Kilometer 66. Das ist so zwei Drittel von Brunsbüttel der Strecke. Nicht jedes Sportboot schafft es aus eigener Kraft durch den Kanal. Für die Boote, die im Kanal liegen bleiben, ist es halt doch sehr gefährlich, da es da kaum Möglichkeiten gibt, festzumachen. Das ist das eine. Das andere ist halt die große Berufsschifffahrt, die dort noch vorbeifährt. Bleibt ein Boot im Kanal liegen, düst der Minischlepper zu Hilfe. Der häufigste Grund sind Motorprobleme, oft ausgelöst durch die tückische Dieselpest. Ja, die Dieselpest sind Bakterien, die sich in dem Diesel, der mit Bio versetzt worden ist, entwickeln und dort entsteht ein Schleim. Dieser Schleim setzt sich am Boden ab. So, und wenn die Boote länger in den Häfen an der Ostsee oder Nordsee gelegen haben und fahren dann nach langer Zeit mal wieder los, ist es so, dass durch die Wellen und durch die Bewegung der Schleim sich löst und sich dann in den Filtern und in den Leitungen festsetzt und somit dann eben auch kein Sprit mehr zum Motor laufen kann und er dann stehen bleibt. Und ja, dann haben sie ein Problem, wenn sie auf dem Kanal sind. Regelmäßig landen Schiffe mit technischen Problemen im Hafen von Silke Botmann. Wie auch das Rotkehlchen, das Segelschiff von Jannika und Matthias aus Hamburg. Vielleicht aus Naivität haben wir uns ein Boot gekauft von unserem langen Ersparten. Genau, und der Plan ist ein bisschen darauf, halt zu wohnen, zu arbeiten, unterwegs zu sein, so wie es funktioniert, einfach mal testen. Und haben dann hier routinemäßig nach dem Motor geschaut, Öl und Wasser, was man immer so nachguckt. Und haben dann festgestellt, dass der nicht in Ordnung ist. Und jetzt lagen wir hier und waren wieder niedergeschlagen und haben zum Glück einen sehr freundlichen Mechaniker hier gefunden, der jetzt gleich hoffentlich hinter mir hier den Steg runtergelaufen kommt und sich anguckt, was hier los ist. Nee, alles gut. Moin. Moin. Dann lass uns mal gucken, was da ist. Während die Fehlersuche beginnt, verschlechtert sich das Wetter. So auch auf Norderney, wo der Wind immer weiter zunimmt. Auch die Stimmung wird düsterer. Aber trotzdem, der Weg ist immer erst zum Hafenmeister. Ist egal, was ist. Ja, also, wir wollen, dass du nicht da. Das hat nichts mit dem jetzt zu tun.
wenn da Not ist und ich bin nicht da. Wir hätten jetzt vielleicht noch mal gucken können, ob du jetzt gerade wieder da bist. Das weißt du, wann ich wieder da bin. Ist jetzt der Reißverschluss zum Beispiel kaputt, wenn ich da gleich an Bord gehe? Was mache ich dann? So. Es hat eine Havarie gegeben. Jetzt gucken wir mal. Jörg Pauls will die Situation klären. Wieso, den Knopf hat er zum Beispiel schon mal gar nicht wieder zugemacht. Die Hafenmeister suchen nach Schäden am Boot. Was ist hier passiert? Ausgerechnet in ihrer Mittagspause hat es einen Unfall gegeben. So viel ist klar. Ein Segler ist bei einem Manöver in starkem Wind ins Wasser gestürzt und zwischen die Boote geraten. Der Segler ist ja reingetrieben, wo der über Bord gegangen ist. Der hat hier vorgelegen. Der ist ja im Krankenhaus und ist ja in Narkose sozusagen. Beim Manövrieren anscheinend ist ihm die Leine in seine eigene Schraube gekommen, seine eigene Leine in die Schraube und ist dann über Bord, so wie es im Moment so aussieht. Mal gucken, was die anderen auch sagen, die dabei waren. Ne? Jörg Pauls versucht, das Puzzle zusammenzusetzen. Selbst der Name des Seglers ist ihm noch unbekannt. Ich hab ja nichts, der hat sich ja noch nicht angemeldet. Ich hab ja noch gar nichts. Ja, und musste jetzt losmachen wegen dem Motorboot, ne? Ja, weil er das tanken wollte. Ne? Ich gehe mal eben rüber jetzt. Moin, hallo. Habt ihr noch irgendwas an Informationen, was genau passiert ist? Habt ihr es gesehen? Ja, wir waren direkt hinter den Fahrzeugen. Ja. Also direkt hinter dran. Das war halt in dem Moment wirklich sehr, sehr stürmisch. Jetzt eigentlich, ne? Wir hatten schon gerufen, der Motor ist ausgegangen und er hat uns schon quasi um Hilfe gerufen. Ja. Er hat aber schon zu uns gesagt, meine Schulter. Ja. Irgendwas und er kam nicht mehr hoch. Ja, wenn die alleine unterwegs sind, ist das einfach. Aber leider ist es jetzt passiert. Ja, die Leine dann. Wenn die in die Schraube kommt, dann hast du verloren. Fixt. Ist der Hafenmeister durch die Aussagen der Zeugen jetzt schlauer geworden? Schlauer geworden schon. Also, die haben ja abgelegt. Und er ist quasi schlecht weggekommen durch den Wind. Hat seine Leine, eine eigene Leine, quasi nicht an Deck gekriegt. Und die ist ihm dann in die Schraube gekommen. Ja, und dadurch war man manövrierunfähig. Ne? Trieb dann auf die Motorboote zu, wo wir gerade waren, und hat sich dann zwischen Motorboot und sein Schiff gestellt. Mit der, ja, und das ist wohl zerquetscht, das wurde zerquetscht worden. Und dann ist Wasser gefallen, ja. Und dann haben die hier aber mit Schlauchbooten und mit 20 Leuten oder was, haben die das dann alles ihn wieder eingefangen und auch hier wieder dran gemacht. Ne? Hauptsache ist, ihm geht's gut, dass er also jetzt sagen wir mal, nicht das Boot hier lassen muss und nicht weiterfahren kann. Nein, Unfälle passieren öfter, sagen wir mal, Schäden beim Anlegen. Aber sagen wir mal zu 90%, die Leute melden sich und sagen das. Ne? Aber so Leute wie beim Autofahren, sagen wir mal, auf dem Parkplatz hier eine Schramme fahren, gibt es auch einige, die abhauen. Ne? Ja. Das kommt ja, aber das ist recht selten eigentlich. Aber sowas ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass also die Leute wirklich hier beim Manövrieren über Bord gehen. Gut. In Greetsiel hat ein Krabbenkutter seinen Fang gelöscht. Aber die Fischer holen auch ganz andere Dinge aus dem Meer. Müll, der oft von großen Frachtern stammt, die ihre Ladung bei schlechtem Wetter verlieren. Und Heinz Wolf muss das ganze Zeug dann entsorgen. Den meisten kommt der Müll da, wo die Container untergegangen sind. Und da ist jetzt schon 3 Jahre her und da kommt immer noch was hoch. Das ist wahnsinnig, so hinunter. Manch Treibgut, das sich in den Netzen der Greetsieler Fischer verfängt, ist nur auf den ersten Blick Müll. Das ist eine holländische Boje, ist das? Das ist eine Messboje. Der hängt hier an dem Gummi fest, ist dann abgerissen irgendwie. Der vom Musselschiff, der kannte das und haben den nach hier hingebracht. Ich habe dir was mitgebracht. Ja. So, jetzt müssen die Holländer wollen den wieder haben. Ich kann den aber nicht abgeben, weil ich von dem Kapitän, der den geholt hat, der kriegt da Bergungsgeld für. So, und wenn der, sobald das noch nicht überwiesen ist, kommt das Ding hier nicht weg. Das sind schon wieder 4 Wochen hier. Immer noch nichts.
Der blinkt abends immer. Wenn sie abends nach hierhin kommen, dann blinkt der Apparat da oben. Was Heinz Wolf aber wirklich Sorgen macht, ist die Verschmutzung der Meere. Zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland sammelt er Müll. Von abgerissenen Fischernetzen bis hin zu dem Schrott aus Containern, die ins Meer fallen, aufbrechen und auf den Meeresgrund absinken und da liegen bleiben. Das sind Stühle, die damals alle in den Container gewesen sind. Hunderte von Stühle. Die liegen da jetzt alle auf dem Meer. Stück für Stück haben sie die in den Netzen sitzen. Und wenn sie so einen Stuhl im Netz haben, bei uns im Fischbuch, den kriegen sie ja nicht wieder raus. Der muss sein Netz muss er aufschneiden. Der Sammelbehälter der Initiative Fishing for Litter ist viel zu oft und viel zu schnell voll. Und das Meer vor Greziel noch lange nicht sauber. Rush Hour in Waren an der Müritz. Am Nachmittag kommen langsam alle Boote wieder in den Hafen. Die Hafenmeister sind als Einparkhilfe unterwegs. Wir haben angefangen mit einem kleinen 2,30 Meter Schlauchboot mit 4 PS und gesagt, wir holen die Schiffe jetzt rein, das hat keinen Sinn. Das habe ich gekannt aus Holland und haben gesagt, das machen wir hier auch. Und das ist auch die perfekte Lösung. Ist arbeitsintensiv, aber wir bekommen die Schiffe besser in den Hafen. Und so kannst du natürlich dann perfekt auch die wirklich da, wo sie hin sollen, hinschicken. Und vorher hatten wir nur Schäden im Hafen. Und das ist, die Leute sind einfach überfordert, die kriegen eine kurze Einweisung und übernehmen dann ein 15-Meter-Schiff. Sind teilweise auch mit zwei Leuten da bloß drauf und sind einfach überfordert. Auf der Müritz brauchen Touristen zum Anmieten von Yachten keinen Bootsführerschein. Das bedeutet für die Hafenmeister viel Arbeit. Wollt ihr nur eine Runde drehen, oder? Ja, wie lange denn? Kommt mal hinterher. Jens und Udo fangen Boote schon an der Hafeneinfahrt ein und führen sie zu geeigneten Liegeplätzen. Kommt ihr hier rum, ne? Da ist genug Platz. Läuft denn von euch einer rüber und sagt im Büro kurz Bescheid? Aber nicht nur Neulinge auf dem Wasser brauchen Unterstützung. Auch die, die dauerhaft in Waren ihren Liegeplatz haben. Besonders dann, wenn wie heute der Wind ungewöhnlich stark für einen Sonnentag in Waren bläst. Nicht ganz überraschend, wenn man den Wetterbericht gelesen hätte. Dann werden schon mal große Motorjachten durch das Hafenbecken gepustet. Der Wind, ne? Jetzt ist der Wind doch ganz schön heftig. Und dann so eine blöde Windrichtung Nordwest drückt er natürlich hier überall rein. Ne? Ich nehme dich an, neben der Kalisto, ne? Komm mal. Udo lotst eine schwere Stahljacht bei Wind in die Box. Ihr macht das selber, ne? Ich mach das jetzt selber. Hier ist ein bisschen mächtig Tüdelkram, so können wir das. Ja, ich hab gesagt, sie soll einfach nur antüdeln. Der Hafenmeister vermittelt beruhigende Sicherheit. Wenn der dabei ist, dann weißt du, du kommst dran. Du hast ja gesehen, ich bin ja bald an das Boot da hinten gegengeknallt. Das ist schon gut, wenn man jemanden so dabei hat. Ja, wenn du irgendwas sagst und jetzt bei Wind, dann fahren die raus, holen dich rein. Was willst du noch mehr? Die anderen machen doch das alles gar nicht.
Im selbsternannten Saint-Tropez des Nordens kommen zum Feierabend viele Boote vom Badeausflug in den Hafen zurück. Jetzt haben wir wieder Landstrom. Läuft der Kühlschrank wieder? Nein, war ein Scherz, er läuft auch draußen auf dem See, läuft er auch. Eine perfekte Infrastruktur ist vielen wichtig für die Annehmlichkeiten eines Bootssommers. Meine Frau hat es so fast noch, dass sie eine Eiswürfelmaschine an Bord hat. Und wir gehen heute noch zu einem anderen Besuch, zu Leutchen an Bord. Und da wollte sie Eis mitnehmen, weil es sollen Cocktails geben. In Rendsburg lichten sich die Schwaden des nächtlichen Gewitters. Schon am Morgen betankt Hafenmeisterin Silke Botmann die ersten Boote. Es sind viele, die eben auch sich gerade ein Boot gekauft haben, weil sie eben sagen, so, ne, jetzt können wir nicht irgendwo weit wegfahren, jetzt haben wir ein Boot und jetzt fahren wir mal mit Boot raus. Die einen haben einen Schrebergarten, die anderen haben halt ein Boot. Eine Bootstankstelle ist ein guter Grund, in Rendsburg anzulegen. Aber Silke Botmann ist sicher, dass es nicht der einzige ist. Wir haben im Sommer 5.000 bis 6.000 Boote hier im Hafen. Und es kommen ja viele jedes Jahr, zweimal auf der Hin- und manchmal auch auf der Rücktour. Und das ist nun mal eine kleine Oase am Kanal hier. Ich möchte den Menschen ja auch einen schönen Urlaub gestalten. Und wenn es dazu gehört, den richtigen Mechaniker für das richtige Boot zu organisieren. Wolfgang Pollert tüftelt auf dem Rotkehlchen mit Jannika und Matthias das Motorproblem aus. Also wo die beiden Teile aufeinander kommen. Auf der Düse rauf, ja. Da war so ein bisschen das Gewinde abgerissen. Die Dinger sind das. Ja, Späne vom Gewinde. Ja. Mhm. Aber das kann nicht sein, dass es dann sich da irgendwie staut und dann dadurch der Dieseldruck irgendwo zu hoch ist und es dann... Zu hoch kann er nicht. Raus. War drauf und der ballert das. Ja. Der Defekt ist identifiziert. Der hat einen Ölverdünner. Das heißt, dass er Diesel in die Ölwanne haut. Und da sind die Einspritzleitungen, eine davon, undicht. So, und das versuchen wir jetzt wegzukriegen. Mechaniker Pollert besorgt erstmal Ersatzteile. Die jungen Bootsbesitzer sind erleichtert. Der Hafen hilft uns in unserer Situation gerade sehr, denn Silke hat uns die nötigen Kontakte verschafft. Also es ist total schön, wenn man merkt, dass jemand einfach sofort weiß, was los ist. Also, und auch so mit so einer Ruhe einfach sagt, so, ja, so ist es. Und man selber macht sich tausend Gedanken. Zuversicht ist unser täglich Brot. Die Reise dieses alten Fischkutters endete ohne Happy End in Silke Botmanns Hafen und belastet sie seitdem jeden Tag. Ja, sowas passiert, wenn man ein Boot irgendwo abstellt. Das liegt jetzt hier seit 5 Jahren und der Eigner hat sich aus dem Staub gemacht. Beide Hände gehoben, haben eine Klage laufen, bezahlt nicht. Und ja, es liegt hier zum Sterben und wir haben das Problem mit dem Boot jetzt zu sehen, wie wir das loswerden. Ne? Also wir müssen tatsächlich uns darum kümmern, damit das nicht untergeht. Ne? Aus dem Traum, ein Boot zu besitzen, wurde ein Albtraum. Das waren 3 junge Männer, die wollten damit so als Base nehmen zum Tauchen für die Nord- und für die Ostsee. Wollten das umbauen und dann haben sie festgestellt, dass sie hier ganz viel Arbeit drin stecken haben oder dass eben viel gemacht werden muss und dass es viel Arbeit ist. Und dann sind 2 sowieso schon abgesprungen und der den Kaufvertrag gemacht hat, der ist nicht zahlungsfähig. Und lässt sich auch nicht mehr blicken. Und dann sitzen wir jetzt und haben das Problem am Hals. Ja, schade auch um das Schiff, weil es ist ja eigentlich ein schöner alter Kutter in Husum gebaut. Und es ist, wenn dann 3-4 Jahre am Boot nichts gemacht werden, dann verkommen die. Ne? Da muss man schon auch ständig beibleiben. Und wieder ein Problem. Scheinbar ohne Pause kann Silke Mechaniker organisieren. Für Boote, die im Kanal mit der Technik zu kämpfen hatten. Hat Björn dann den Fehler gefunden? Ja, er macht jetzt noch ein bisschen Service, wenn er schon hier ist. Ja. Ne, und dann hoffen wir, dass wir heute weiterkommen. Ja. Und warst zufrieden? Hat er alles ordentlich gemacht? Super zufrieden, sehr nett. Also auch hier mit dem Hafen. Also man kommt sonntags an und
einem wird geholfen. Ach stimmt, gestern war Sonntag, ne? Gestern war Sonntag, ja genau. Wenn man dann auf dem Kielkanal ein kleines Problem, auch wenn es nur ein kleines Problem ist, dann muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weil natürlich große Schiffe um einen rum sind und... Ja, wenn der Motor ausfällt, genau, dann bist du aufgeschmissen. Da bin ich aufgeschmissen. Ja. Dann habe ich eventuell so ein paar Riesenkähne vor mir und hinter mir. Dann ist das nicht ganz so angenehm. Aber es ist alles so, wie es war. Prima hier, toll im Hafen gelöst worden. Besser kann es nicht sein. Ne? Auch Bootsmechaniker Björn Hansen hat in der Saison kein Wochenende. Er widmet seine Freizeit den Turboladern von Yachten. Mir tun die Leute immer so leid. Ne? Wenn die dann Urlaub haben, sagen wir, sie haben zwei Kinder mit, Mutti. Und dann sage ich denen, ja Jungs, in zwei Wochen kann ich mal reingucken. Das tut mir immer so in der Seele weh, weil ich ja selber weiß, wie wertvoll dieser Urlaub ist und sich das so auch erspart und erkämpft haben, diese Freizeit. Und dann komme ich natürlich auch mal eher. Oder sage, ey, ich schiebe euch mal mit zwischen und dann gucken wir mal. Ne? Endgültig konnte das Problem nicht gelöst werden. Aber für die Weiterfahrt durch den Kanal reicht die Schnelllösung in jedem Fall. So ein leichter Ölfilm ist unter. Und da musst du einmal gucken. Ja, genau, okay. Da kannst du somit weiterfahren. Wir machen hier jetzt die Filter sauber. Super. Und dann, aber wie gesagt, im Ansaugbereich musst du dann mal schauen. Ja, nee, mache ich dann. Na? Auf Norderney stürmt es immer noch. Inzwischen ist die Polizei vor Ort, um sich über den Seglerunfall zu informieren. Hafenmeister Pauls klärt auf. Okay, ich habe schon gesehen, die Nei liegt da vorne. Die Nei liegt da, wie gesagt, wir haben den richtig angebunden, das Schiff ist zu. Er liegt dann, ist er noch im Krankenhaus, oder? Ja, der hat sich leider etwas schwerer verletzt, er wird noch ein paar Tage bleiben müssen auch. Auch im Krankenhaus? Genau, gut, deswegen, vielleicht können Sie auch ein bisschen noch mal drauf achten in den nächsten Tagen. Ja, ich werde den ja verholen müssen. Ein bisschen gucken. Die wollen ja weg, die hier vor ihm liegen. Ja, okay, dann muss da muss ich das Ding verholen, also das mache ich dann aber mit ein paar Mann. Ja, okay, ne? Alles klar. Wir haben da ein Auge drauf, ich habe jetzt schon einen Taucher bestellt. Weil er seine Leine in die Schraube gekriegt hat. Dadurch ist das ganze Manöver ja eigentlich entstanden. Ja, genau, habe ich schon gehört. Ne? Und ja. Perfekt. Ne? Heiko. Hey. Hey. Ich hab mich schon gesehen. Ja, guck mal da. Der dritte. Da draußen, der. Ja. Ne? Das ist hier raus. Kein Problem. Genau, und vielleicht kann er Ihnen ja schon was zu seiner Familie sagen. Bei uns war er noch so unter Medikamenten, dass er das noch nicht konnte. Ja, dann versuche ich es gleich. Ne? Okay, alles klar. Gut. Ja, machen wir es so. Ja? Alles. Wollte ich muscheln, hier weiß ich, hier ist nicht tief, ne? Nee, aber tut sich tief nicht an. Ich hatte Luft dabei. Ja. Nicht angekommen. Nicht angekommen? Gut. Der Taucher versucht, die Schraube von der verwickelten Leine zu befreien. Das klappt. Wenn sich etwas um die Schraube wickelt, stoppt es nicht nur den Motor. Manchmal drückt es auch die Schraubenwelle aus dem Boot und Wasser kann eindringen. Ja, die war mehrfach um den Propeller gewickelt. So 6, 7, 8 Mal. Hast du raus? Braucht man nichts schneiden. Ne? Ne, und die Welle ist auch nicht rausgekommen. Ja. Sieht gut aus. Ja, super. Leine ist an Deck. Du bist der Beste. Für Jörg Pauls ist Heiko Jakobs auch sonst ganz wichtig. Er ist nicht nur Taucher, sondern auch Bäcker und versorgt nebenbei Hafen und Segler morgens mit Brötchen. Sehr schön. Am anderen Ende des Hafens wird beim gestrandeten Segler die Liste der Dinge, die auf seinem Boot nicht funktionieren, immer länger. Was für eine Batterie hast du da drin stehen? Was? Wie viel Amperestunden? Frag mich was Leichteres, ne? 74, sagt er. 74. Hafenmeister Pauls besorgt ihm ein Batterieladegerät. So, da gibt's ein großes Ladegerät, ein anderes habe ich nicht. Scheiße. Ja, ja. Aber besser wie gar keins, ne? Ja. Du weißt, rotes Plus. Ja, ich habe einen Elektriker an Bord. Oh. Hallo. Oh. Wieder müsste ich jetzt laden, ganz normal, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Dann wenigstens eine Sache, die heute läuft. Ja. Jo, vielen lieben Dank. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass heute nicht mehr passiert. Besser nicht. Ja, ich denke nicht. Drück die Daumen. Es ist die letzte Saison von Jörg Pauls. Nach 40 Jahren Hafenmeister auf Norderney. Mit jeder Stegrunde, jedem Vorfall lernt sein Nachfolger Chris Harms das Handwerk vom Meister.
Der hat, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass ihm das gefällt. Ja, so das zumindest kommt das im Moment rüber. Ja. Ne? Ich kannte ihn vorher nicht. Also wir haben uns jetzt ja auch erst kennengelernt. Also ich habe das jetzt auch so ein bisschen kennengelernt. Ich hatte ja vorher nie was mit den Booten zu tun oder mit dem ganzen Hafen hier. Ja. Das ist für mich Neuland, aber mir gefällt das hier richtig gut. Der Alltag im Hafen ist die Schule für den Job. Ist kein Ausbildungsberuf, überhaupt gar nicht, nein. Das kann jeder lernen eigentlich. Muss nur, das dauert eben ein bisschen. Das wird nicht im ersten Jahr gleich alles rundlaufen. Wir sagen immer, don't die lernen. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen an, wie ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde, ohne Hilfe, alleine und würde jetzt hier sitzen, das wird natürlich nicht funktionieren, das geht absolut gar nicht. Dafür ist das zu viel Input hier. Wenn Jörg Pauls geht, dann geht auch sein Markenzeichen. Der Elbsegler auf seinem Kopf, an dem ihn alle schon meilenweit erkennen. Nee, da sind schon einige durch. Nur dies ist jetzt die letzte. Die muss noch halten bis Ende der Saison und dann gibt's keine neue. Die Kutter bereiten die Ausfahrt für die Nacht vor. Heinz Wolf hat so seine Meinung zum Greziler Fischer-Nachwuchs, der mit rausfährt. Das ist Lehrling. In Schlappen hier ankommen, kurze Hose an. Ja klar, so muss man. Jetzt ist ja draußen schöne Sonne, ist, dann ist draußen noch ein bisschen warm. Wenn es schlechte Wetter ist, nur Regen und eiskalt und die Pfoten, die gehen gar nicht mehr zusammen. Bis morgen. Bis morgen, wa? Tschüss. Die jungen Leute sind es nicht, die Heinz Wolf Sorgen machen. Es sind die Bedingungen, die Herausforderungen für seine Fischer. Wir haben ja überall Weltnaturschutzerbe, ganze Wattenmeer. So, und da sind sie jetzt zugange und wollen dann da, dass die Leute nicht mehr da fischen. Die fischen ja schon 100 Jahre hier. Und jetzt wird immer mehr von dem Kuchen weggenommen. Und dann eines Tages ist es mal soweit, dann macht einer den Deckel da drauf, hier wird nicht mehr gefischt. Und wenn das hier mal richtig zu Ende geht, dann sieht es für Grezi sehr, sehr schlecht aus. Im Stadthafen von Waren an der Müritz haben die Hafenmeister inzwischen auch einen Taucher bestellen müssen. Es ist etwas verloren gegangen. Er holt jetzt seine Flaschen raus und dann fahre ich mit dem Schlauchboot rum und dann hole ich ihn ab. Der muss eine Drohne rausholen, die ein Verwirrter im Hafen hier fliegen lassen hat. Und ein Segler legt ab und es klatscht im Mast und weg ist sie. Spontan am Wochenende hat sich als Taucher ein Zahnarzt des Ortes bereit erklärt, den trüben Grund im Hafen abzusuchen. Es ist eher Routine als Ausnahme, nach Dingen zu fischen. Wenn so ein Handy oder eine Brille oder es gab ja schon sogar Ehering, da war die Katastrophe da. So, dann besorgen wir einen Taucher und holen das tatsächlich immer wieder raus. Also, Brille und selbst der Ehering wurde gefunden und es war alles wieder gut. Die kommen jetzt jedes Jahr als Gast und freuen sich und ja. Dann werde ich jetzt aber den Laden dicht machen, wenn du unten bist, ne? Dass gar keiner erst auf die Idee kommt, rüber zu fahren. Und dann wollen wir hoffen, dass du sie findest. Bei Hafenmeisterin Silke in Rendsburg ist ebenfalls eine Unterwasserrettung angesagt, allerdings ohne Taucher. Ja, da ist jetzt ein Fahrrad ins Wasser gefallen und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das aus dem Wasser fischen können. Mit einem Magneten. Ja, ein Vollshowprogramm hier heute. Der Segelfamilie aus den Niederlanden ist ein Klapprad von Bord gerutscht und liegt nun ein paar Meter unter dem Kiel. Das Angeln mit dem Magneten ist schwierig, denn das Fahrrad besteht zu einem großen Teil aus Aluminium, das nicht magnetisch ist. Da kommt ein Bürbeltisch. Da kommt Blubberchen? Das mache ich jetzt hier mit meinem. Ah, ja, das ist genau. Das ist der Schlick. Da ist das was? Komm mal mit runter. Her? Ah, der schafft das, glaube ich, nicht. Das ist da. Nimm mal hier, ich hole mal einen Bootshaken. Gefunden ist es. Nun muss es nur noch geborgen werden. In Waren macht man sich jetzt erst auf die Suche.
So, und dann wollen wir hoffen, dass die nicht so weit abgetrieben ist, die Drohne. Alles klar? Alles klar. Ich habe ausgekuppelt. Du kannst. Oh, wir können dann fast mal einen Gang rausnehmen. Hafenmeister Udo hat den Schiffsverkehr gestoppt, damit der Taucher ungefährdet im Fahrwasser suchen kann. Ja, anhand der Blasen sehen wir ihn ja, wo er ist. Oh, er kommt uns entgegen. Die Frage ist, sucht er im richtigen Bereich? Wo habt ihr die reinfallen sehen? Ja, ich auch. Ich habe eher da gedacht. Ne? Nach endlosen 20 Minuten. Da ist er. Ah! Warte. Die Drohne ist zwar gefischt, aber sie dürfte ihren letzten Flug hinter sich haben. Viel Unrat drin. Ja, ne? Zwei Schirme. Und so ein Kram noch, alle Fender. Ihr könnt los, ne? Im Hafen von Waren finden die Taucher Müll und immer wieder Überraschungen. Ein Gag war, die Frau verliert ihr Handy. Die Wasserschutzpolizei kommt und sagt, es war letzte Woche. Okay, ich kann tauchen, ich komme morgen, wenn nach Feierabend, und hol dir das Handy raus. Er kam wirklich, tauchte, kam aus dem Wasser ganz stolz mit dem Handy in der Hand und sagt, hier ist dein Handy. Da sagt sie, nee, das ist nicht mein Handy. Dann ist er noch mal runtergetaucht und hat tatsächlich noch ihr Handy hochgeholt. Und das sind immer so die Sachen, wo der sagt, Mensch, ist der Tag schön. Da hast du schon mal gleich am Morgen was zu lachen. Silke hat den längsten Bootshaken aus ihrem kleinen Shop geholt, um das Fahrrad irgendwie greifen zu können. Das ist nicht viel länger, aber ein bisschen länger. Die Hoffnung ist, dass das Fahrrad noch nicht zu tief in den Schlick eingesunken ist. Um tiefer zu kommen, wird jetzt auch noch ein Stand-up-Paddling-Board als Plattform geholt. Ich habe jetzt hier. Kommen Sie? Ah, shit. Lass mal los mit mir. Habt ihr einen fast? Nein, ich hab nicht fast. Und mit vereinten Kräften. Lass mal los. Ja? Ah. Gewachsen. Geht doch. Ja. So. Sehr gut. Vielen Dank. Auch wegen der kleinen täglichen Erfolgserlebnisse sind unsere Hafenmeisterinnen und Hafenmeister gern die Festmacher im Norden. Es gibt ja immer so eine Ruppelköppe, die vielleicht mit ihrem Leben auch nicht zufrieden sind, aber sonst ist das ein wunderschöner, immer draußen wunderschöner Job. Ich mache das ehrenamtlich. Ich kriege eine kleine Entschädigung. Wenn ich das in Stunden umrechne, da kommt nichts mehr rum. Es ist ja so, dass ich hier eine Arbeit verrichte, aber ich mache es mit ganz viel Herz. Das ist die neue Claudia Schiffer hier. Wenn das keinen Spaß macht, dann muss man woanders arbeiten. Ups, danke. Tja, leider nur eine Nation heute. So, jetzt ist Feierabend.